Wir sitzen hier in einem Audi, einem nicht alltäglichen Audi. Wir haben hier vorne eine Anzeige, die gibt es so nicht in jedem Audi serienmäßig, noch nicht. Um was geht's hier? Ja, es geht um das System Ampel Info Online. Das heißt, wir zeigen Ampelinformationen dem Fahrer an und die kann er fürs Fahren auch nutzen. Probieren wir es mal aus hier in Las Vegas, ja? Woher kommen denn die Informationen, die mir dann angezeigt werden? Die kommen ursprünglich aus der Verkehrsleitzentrale der Stadt Las Vegas. Wir bekommen von dieser Verkehrsleitzentrale den aktuellen Ampelstatus. Mhm. Diesen aktuellen Ampelstatus beobachten wir und versuchen daraus eine Vorhersage für die Ampeln zu berechnen. Das stellen wir dann den Autos über das Audi-Backend-System zur Verfügung. Das Auto erkennt aufgrund einer detaillierteren Karte, dass wir auf eine Ampel zufahren, mhm. weiß, wie die Ampel heißt, fragt im Backend nach Ampelphasen-Schaltinformationen mhm. und mit diesen Ampelphasen-Schaltinformationen berechnet es die Anzeige. Da vorne ist die Ampel, die hier angezeigt wird. Die wird also in 83 Sekunden grün. Richtig. Okay. Wir haben zusätzlich noch eine Funktion oder die Funktion mit dem Start-Stopp-System gekoppelt. Das heißt, wenn ich jetzt Start-Stopp aktiviere, beim Stillstand geht der Motor aus. Und wir machen 5 Sekunden, bevor die Ampel auf grün umschaltet, den Motor an. Wir haben 1000 Ampeln in Berlin und 25 A1 e-Trons, die mit dieser Funktion dort fahren. Und das ist im Kundenbetrieb. Also die laufen bis August wirklich im Kundenbetrieb und die Rückmeldungen sind sehr gut. Jetzt hat man gerade die Geschwindigkeitsempfehlung mit 45 Meilen pro Stunde. Ja, hat den schönen, das war für die Ampel davor. Okay. Jetzt geht es für die Ampel. Es ist natürlich da ein bisschen Stau. Also wir informieren nur, wir rechnen in diesem Stand noch nicht irgendwie Rückstau mit ein. Das ist eine Info, da muss man sich natürlich nicht dran halten, aber es ist überall, wo man Zusatzinfo bekommt, hilft einem beim Fahren. Mhm. Man beschleunigt ja gern, wenn man ein bisschen weiter voraus eine grüne Ampel hat. Mhm. Braucht man nicht. Ja. Mhm. Man kann ganz entspannt 45 Meilen fahren und Ampel, man weiß, die Ampel bleibt grün. Okay. Das ist, hat einen Entspannungsfaktor auf alle Fälle. Das stimmt, ja. Herr Zweck, vielen Dank. Also ich bin hier relativ entspannt durch den Verkehr in Las Vegas gekommen. Wusste ja, welche Ampeln rot sind, welche grün sind. Muss sagen, so ein System wünsche ich mir tatsächlich, dass es bald in den Fahrzeugen auch so zu sehen sein wird.